Ja, liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich hier zur ersten Map-Vorstellung in Transport Fever. Wer schon etwas länger dabei ist, weiß ja, dass ich damals Map-Vorstellungen für Train Fever gemacht habe und das werde ich fortsetzen. Natürlich mit Transport Fever und ich muss sagen, wenn ich diese Map nur sehe, am liebsten würde ich meine Map sofort wegschmeißen und im Grunde nur die weiterspielen, weil die sieht. Also wenn man von oben schaut, denkt man, man sitzt in einem Flugzeug und fährt gerade über die eigene Landschaft. Man fährt schön über, ich sag mal, einen südlichen Bereich von Deutschland, denn dort sind viele Städte, es sind viele Felder, es ist viel Wald. Kann ich natürlich auch sagen, weil ich natürlich auch hier vom Süden komme. Also ich kenne solche Bilder nur gut und diese Map, ich habe sie mir schon ein bisschen im Detail angeschaut, sie ist einfach nur grandios. Ich habe auch noch ein paar Fehler, ein paar Kleinheitsfehler gefunden, vielleicht willst du das ja korrigieren, lieber Kamkoala. Und natürlich begrüße ich auch alle anderen Zuschauer. Wir stellen die Map von Kamkoala heute vor, bekannt aus den Livestreams oder auch aus dem Forum. Alles weitere wird in der Beschreibung stehen und ja, ich bedanke mich erst recht herzlich, dass du mir die Map gegeben hast. Ich habe gar keine Worte da dafür. Wie gesagt, ich möchte am liebsten meine Map wegschmeißen. Aber ich gebe euch ein paar kleine Einblicke in die Map. Wir gehen die Städte kurz ab, dann wird es auch noch ein, zwei Mitfahrten geben, mal von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof oder auch mal auf der Güterlinie, aber wir sehen, er hat sich mal hauptsächlich um den Bereich See, Fluss so gekümmert und hier oben hat er noch Städte zum Anschließen, da wird sicherlich noch einiges kommen, die Stadt hat er zum Beispiel schon angeschlossen und das war es dann im Grunde. Hier ist noch eine kleine Stadt, die hat er, glaube ich, aber auch schon komplett selber aufgebaut, so wie das aussieht. Und da wird er sicherlich auch noch sich verkünsteln, aber das sieht schon mal sehr, sehr geil aus, muss man sagen. Wenn ich das jetzt gerade so sehe, gibt es die 612? Gibt es die 612 schon für Transport Fever? Ist mir das entgangen? Ich glaube, ja, okay, interessant, ja. Aber wir starten mal mit der Hauptstadt und ich denke mal so von der Größe her würde ich mal entweder das hier als Hauptstadt schätzen oder das hier. Aber ich würde jetzt einfach mal hier anfangen, hier haben wir einen großen, schönen Hauptbahnhof. Es ist ziemlich viel Verkehr hier auf der Map. Ich schalte mal meinen HUD an. So. Er hat sich auch darum gekümmert, dass die Anwohner hier nicht so sehr von Lärm geplagt sind. Was ich dann auch gefunden habe, mal gucken, ob ich das denn finde. Er hat eine, sagen wir mal, Museumsbahn erstellt. Oh je, wo war die denn? Die sehen etwa alle gleich. Ja. Die war hier, muss ich sagen, eine wirklich klasse Idee. Er hat hier einfach einen Bahnhof hingesetzt, hat ein paar Bäume hinplatziert, aber hier sind ein paar Bäume in der Luft. Das ist vielleicht noch vom Angleichen passiert, da vielleicht einfach mal kurz die Bäume abreißen. Auch hier eine klasse Idee, einfach mal Wagen zwischen reinstellen. Also auf so eine Idee wäre ich sicherlich selber nie gekommen. Denn ich baue im Grunde auch Strecken, die man befährt und nicht die jetzt irgendwie hier Museumsbahn sind, aber da muss ich sagen, eine wirklich grandiose Idee. Dann hat er hier einen kleinen Teich angelegt, ja, ist das niedlich. Einen kleinen Stadtpark, kann man fast sagen, mit der Kirche in der Mitte. Das ist schon fast normal in Deutschland, dass man in der Mitte die Kirche hat. In ein paar Dörfern auch Seen oder einen Stadtgarten. Muss ich sagen, ziemlich, ziemlich cool gelöst. Und er hat die ganzen Städte von Hand aufgebaut, das heißt, er hat auch, hier gibt es keine, oder klar gibt es hier KI, aber hier gibt es keine wuchende KI, sondern er kontrolliert selber, wie die Städte wachsen.
finde ich auch sehr cool, denn ich hätte da, wie man im Livestream schon gemerkt hat, nicht wirklich so die Lust da dafür oder auch die Zeit oder die Geduld vor allem, hier Häuser selber zu platzieren. Auch das hier, das muss ja genau dann so platziert werden mit den Bäumen, damit das Grundstück so aussieht. Also das muss man echt sagen, ist eine wirklich grandiose Stadt geworden und hatte auch ziemlich viel Rangierfahrt drin, was ich auch ziemlich cool finde, weil das gehört für mich einfach auch auf eine Map da dazu. Er hat sich auch wirklich darum bemüht, keine 6 oder 7 Gleise nebeneinander zu platzieren und diese dann in die nächste Stadt zu führen, sondern er hat, was ich finde, immer schön Doppelgleis oder ich glaube auch mal ein Vierergleis gelegt, genau. Das ist ja alles völlig normal, also wenn man 2 Gleise für die Person und 2 Gleise für die Güter hat, das ist ja völlig ausreichend, man braucht nicht für jede Linie ein extra Gleis ziehen. Er hat auch schön viel Rollmaterialabwechslung hier drin. Er hat vieles von der heutigen Zeit. Ja gut, diese würde ich jetzt ungern vom Güterzug sehen. Aber da hat jeder seinen eigenen Geschmack. Er hat auch hier Epoche 3 müsste das sein. Er hat auch neue Züge, die gerade erst als Mod auch erschienen sind. Er hat den Bauzug. Er hat... ja... er hat im Grunde fast jede Epoche abgedeckt. Und das würde ich jetzt mal als Hauptstadt deklarieren. Eine wirklich sehr, sehr, sehr gelungene Hauptstadt. Hier hinten noch, sehe ich gerade, einfach mal hier so ein paar Häuschen hinplatzieren. Ja, ist das süß. Hier oben haben wir eine Burg. Okay. Mit selber angelegten Sträßchen. Brutal. Was ich ziemlich cool finde, wenn man von oben drauf schaut, sind die Felder. Denn man sieht hier, auch wenn man im Süden hin und her fährt, man sieht im Grunde nur Felder oder Wald. Es gibt hier nicht mehr. Und natürlich dann immer die Ortschaften, aber zwischen 2 Ortschaften ist dann entweder ein Wald, wo man komplett durch den Wald fährt, oder wenn man jetzt diese Straße hier verfolgt, einfach mal einen Bauernhof, hier mal eine Waldplantage, mal ein Getreidefeld, einfach mal einen leeren Acker. Das wäre einfach mal so eine typische Straße hier. Ich weiß auch, Kamkoala, ich weiß schon gar nicht mehr, wo du herkommst. Ich habe ihn mal gefragt, kommst du aus dem Ruhrpott? Boah, ey, tut mir leid, wenn du wirst es wieder auf jeden Fall sehen, aber es tut mir leid, ich weiß nicht mehr, wo du wohnst. Aber ich habe die Bilder einfach nur im Kopf, weil ich habe vor 2 Monaten erst wieder hier einen Rundflug gemacht bei einer Show und es kommen einfach die gleichen Gefühle wieder hoch und Gedanken, dass es, ja gut, wenn man die Windräder wegrechnet, aber... einfach nur mega cool. Dann würde ich mal hier zu der nächsten großen Stadt kommen. Das wäre diese hier. Auch schön hier am Hang des Berges entlang. Einen großen Personenbahnhof. Dann hat er die Güter hier extra geleitet. Ja, er hat nicht zu viel Schiene. Er hat im Grunde so viel Schiene gebaut, dass es ausreichend ist. Dann hat er hier, was ich finde, ein sehr schönes Betriebswerk gemacht. Okay, da würde mich interessieren, wie du die... What? Ist es ein Depot oder wie hast du das gemacht? Weil das habe ich so noch nie gesehen. Weil ich kenne es nur 2-gleisig. Wie hast du das denn geschafft? Das kannst du mir mal gerne privat schreiben oder auch unten in die Kommentare rein, weil... What? Ja gut. Ja. Weil Betriebswerke gehören für mich auch einfach zu einem großen Bahnhof dabei. Ja, das Betriebswerk liegt hier schön außerhalb. Muss nicht direkt am Bahnhof dran sein. Es hat im Grunde alles, was man sich so auch im realen Leben bei der Bahn vorstellen kann. Was ich mir jetzt noch gut vorstellen kann, da, wenn du deine Städte noch etwas größer ausbaust, wenn wir sagen, hier die Felder auffüllen, wenn du hier rüber noch ein bisschen die Stadt entwickelst, dann passt das Ganze auch wieder.
ja, in das Stadtbild hinein, denn hier einfach so mit einer Straße aufhören. Aber ich denke, das wirst du sicherlich noch machen, denn ich habe auch eine etwas ältere Version. Die ist schon eine Woche alt und da hat er mir vorhin extra nochmal geschrieben, ja, ich habe ja weitergebaut, aber ich habe es jetzt endlich mal nach 3 Wochen geschafft, mit den ganzen Mods hier die Karte zu starten. Und da habe ich gesagt, komm, ich nehme einfach deine Karte, wie sie vor einer Woche ist, denn er hat gesagt, er hat ein bisschen Schönbau weitergemacht. Aber man kann ja diese Karte im Grunde zeigen. Es ist ja nicht so, dass die nicht fertig wäre, bis auf hier oben der Bereich. Aber auch so hat man schon viel zu viel zu zeigen, was man eigentlich in ein Video packen könnte. Die Karte einfach rausgeben kann ich natürlich nicht. Ja, es ist immer noch seine Karte. Und ich denke auch, dass die wenigsten sich irgendwie sich bemühen werden mit den Mods, denn es ist echt eine Fummelei. Ich habe jetzt knapp 4 Tage mich daran gesetzt, hier die Map am Laufen zu zum Laufen zu kriegen, und das, ne, also das möchte ich echt keinem antun. Ja. Hier hat er noch so ein wunderschönes kleines Städtchen mit einem kleinen Bahnhof angelegt. Boah, hier haben wir richtig lange Güterzüge, das liebe ich ja auch. Oh, die Wagen kenne ich, glaube ich, irgendwoher. Sogar hinten noch mit einer ÖBB Taurus? Okay. Und vorne... Der wird schnell unterwegs sein. Was ist das denn? Ach, das ist das Hässle. Oh Gott, das kann ich gar nicht sehen. Das kann ich gar nicht sehen, dieses Modell. Ja. Auch hier sehr schön. Er hat hier einen Fluss angelegt. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist ja ein selbst angelegter Fluss. Wie geil ist das denn? Wow, ich hätte jetzt echt hier von oben so gedacht, ja, hier kommt ein Fluss rein. Okay, das ist, holy shit, das ist geil, muss man sagen. Das ist mega geil. Alter Schwede. Was ich auch cool finde, er hat sich jetzt nicht irgendeine Flachmap geschnappt und hat dann gesagt, ja, ich baue jetzt hier mal drauf los, sondern er hat, ich denke mal, das ist eine hügelige Karte, oder könnte vielleicht auch schon, nee, könnte auch mittel sein, also entweder hügelig oder mittel, und dann einfach mal schön Bau zu betreiben, weil das ist, ich sag mal, etwas schwieriger, denn durch die Winkel sind einige Objekte nicht so platzierbar, wie man es eigentlich möchte, und das dann richtig hinzubekommen, das muss man erstmal schaffen. Ja. Er hat auch schon ziemlich lange daran gespielt. Also wenn wir sehen, wir sind jetzt im Jahr 2080. Da ist schon, sind schon einige Stunden draufgegangen. So, was hatte ich denn noch gesehen? Das war nicht hier, sondern das war hier. Also, das ist für mich halt immer so ein Punkt, wo ich die Schiene dann doch lieber nochmal neu ziehe. Weil ich könnte sowas zum Beispiel nicht sehen. Ja, bloß für dich kurz als Anmerkung. So. In der Stadt waren wir ja schon. Gehen wir mal hier zur Nachbarstadt, waren wir auch schon. Gehen wir mal hier ein bisschen außerhalb. Ja, auch wieder mit einem schönen großen Bahnhof drin. Und hier hat er auch wirklich coolen Rangierbetrieb drin. Bloß der wartet jetzt auf freie Wege, weil der da im Weg steht. Er hat auch hier so ein Ankoppeln simuliert. Muss man sagen, ziemlich geil. Das weiß ich nicht, was es heißt, die Trapeztafel. Alles weiß ich auch nicht. Ja. Aber auch hier sieht man wieder die Stadt komplett selber gebaut. Häuser ausgewählt, platziert. Also, ich weiß nicht. Ich will auch gar nicht wissen, wie lange sowas dauert. Ja. Bis man so... Ja, so eine kleinere Stadt mal dasteht, so wie sie jetzt ist. Ich glaube, das kostet locker. Locker 50 Stunden, wenn nicht noch mehr. Ja, je nachdem natürlich, wie viel Liebe man in die Stadt steckt. Aber, also bei mir wird es 200 Stunden dauern. Aber es gibt ja auch mittlerweile Leute, ich sag einfach mal Hans Dampf, wenn ich da dem zuschaue, das ist...
wie schnell der das macht, wie schnell oder wie präzise er die Häuser auch platziert, wie schnell, er muss sich ja davor irgendwelche Gedanken machen, also da bewundere ich echt manche Leute. Ich weiß nicht, ob du vielleicht ein bisschen besseren Verkehr hier hinkriegen möchtest, dann vielleicht noch ein paar Signale reinplatzieren, wenn der Zug hier einfach mal so am Bahnhofsende steht. Oh ja, das Signal steht auch viel zu dicht an der Weiche, das müsste hier nach vorne, hier hin. Da steht schon ein, im Grunde schon eins, also ja. Aber zu dem hätte ich mal gerne einen Link. Ganz nach den Originaltexturen aus, oder täuscht mich das? Kann mich auch täuschen. Ja. Dann sind wir wieder hier hinten in der Stadt mit der Museumsbahn. Also, man kann im Grunde fast nicht sagen, da hat er sogar mal einen Kopfbahnhof eingebaut, was ich immer ziemlich cool finde. Er hat den... Wo hast du denn die her? Ach, das ist die 185. Ja, die brauche ich nie. Ich brauche die 146er. Aber die ist in Arbeit. Okay. Wärst du auch so freundlich und könntest mir sagen, wie du das Bordrestaurant ohne Stromabnehmer gemacht hast? Das würde mich auch gerne mal interessieren. Moment, Spot-Restaurant bei den IC-Wagen. Sind es die DMA-Mods? Was ist das für ein Bo- Ich kenne das Spot-Restaurant nicht. Sind es die DMA-Mods? Kann mir da jemand kurz helfen? Es wäre nett, wenn man das unten in die Kommentare schreiben würde. Gut, was man zum Beispiel noch machen hätte können, man könnte hier eine Flying Junction einbauen. Ja, wenn man Freund davon ist, kann man das gerne machen, aber so eine Brücke sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Aber da entscheidet natürlich jeder selber, was er machen will. Ja, Leute, was ist das denn für Luftballon? Heißt Luftballon? Was ist das denn? Was ist das denn? Aber... Ihr seht ja selber, also man kann im Grunde gar nicht alles zeigen von der Stadt, weil da ist das so viele Details sind da drin und das kann man einfach nicht alles zeigen. Wenn ihr mehr von der Map sehen möchtet, könnt ihr gerne bei Calmkoala im Forum vorbeischauen. Der hat Bilder hochgeladen, der wird auch demnächst weitere Bilder hochladen von der Map. Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Vielleicht gibt es mal ein Update-Video dieser Map. So in ein Monat, zwei Monaten, je nachdem, ob er auch Lust hat. Aber man sieht schon im Grunde, das ist eine wirklich sehr detaillierte Map mit viel Liebe zum Detail. Ja. Selbstplatzierte Städte. Und von oben sieht es einfach nur für mich grandios aus. Ihr könnt auch gerne mal eure eigene Meinung in die Kommentare schreiben. Aber ich verabschiede mich hier erstmal mit diesem Video. Wenn ihr selber Maps habt, die ihr präsentieren möchtet, dann schreibt mich doch gerne mal im Forum an. Dann können wir miteinander reden, wie wir das denn alles machen mit der Datei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.